Willkommen, liebe Clasher, bei Medium Thorsten Gattuto, beim Clan, ihr seht das, Herausforderer. Ja, wir haben ja gestern den Community-Clan hier eröffnet und ich bin wie von den Socken gewesen, genau wie meine drei Mitstreiter hier auch, also die, die hier schon im Clan waren, Thiel, Nico und der Zocker, denn wir haben diesen Ansturm nicht erwartet. Ich habe den Clan um 18.58 Uhr aufgemacht und um 19.04 Uhr hatten wir hier tatsächlich 50 Leute drin und davon waren Hammer, 48 Grüne. Wir brauchten nur zwei kurz aussortieren, denn die hatten mir ein bisschen zu lange CK-Sperre. Also es tut mir für die beiden natürlich leid und es tut mir natürlich auch für die leid, die nicht in den Clan hier reingekommen sind. Also wir sind 50 von 50. Ihr kommt dann nächstes Mal dran. Also seid nicht sauer oder so. Schimpft nicht auf die Vizes hier, die wirklich viel zu tun hatten, die wirklich viel zu klicken hatten. Ich habe das ja auch schon mal woanders gemacht und es ist wirklich nicht einfach. Du klickst dann auch mal auf Ablehnen, auch wenn es dann Max RH9 war und. Also, ach, das war alles ein bisschen, es ist wirklich anstrengend. Aber nachdem der erste Ansturm erstmal rum war, haben wir in jedem Fall schon mal, ich glaube, wir waren in DE Platz 678. Das ist natürlich wirklich krass. Und auch nach der ersten überstandenen Nacht, ihr seht das hier, sind hier immer noch 50 drin. Das ist natürlich wirklich super. Es sind aber leider nur noch 49 Kämpfer. Warum das so ist, will ich euch gleich zeigen. Also, ich habe auch schon mal die Clan-Beschreibung jetzt geändert. Community Clan Toto Clash. Willkommen allen aktiven Clashern, die zwei Angriffe machen werden. Ich behaupte das einfach mal so. Fordert bitte sinnvolle Truppen im CK. Wir haben nämlich alles hier. Also, wir haben sowohl Max-Truppen als auch normale Truppen. 3 Sterne ist der Plan. Wer unsicher ist, fragt im Chat kurz nach. Viel Glück und Clash on. Grüße ich. Also, wir haben dann natürlich unseren Clankriegsgegner gesucht und auch gefunden. Wir gucken aber kurz mal rein, wie wir hier so aufgestellt sind. Und ihr seht das hier, es sind viele bekannte Gesichter aus der Community dabei. Das finde ich besonders schön. Ich hatte ja gesagt, ich wollte jetzt nicht so einen True Warriors 1 und 2 Hälfte Clan hier haben. Natürlich sind hier welche aus TW, ich glaube aus TW2 sind hier ein paar drin, aus TW1 glaube ich keiner. Aber der Rest ist hier wirklich aus der Community und das finde ich natürlich besonders schön. Muss ich sagen, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr echt so super zahlreich erschienen seid. Ich bin nach wie vor so ein bisschen sprachlos und wir haben dann ja unseren Gegner gefunden. Ja, ich habe auch das habe ich mal festgehalten hier. Erstmal vielen lieben Dank für das Befüllen unserer CBs. Ich zeige unsere Dörfer hier jetzt nicht, aber ich kann euch sagen, unsere Dörfer sind hier, wir sind super aufgestellt, kann man nicht anders sagen, auch von ganz, ganz unten angefangen. Ich muss das mal gerade ein bisschen scrollen. Auch hier unten die 6er und die 7er. Also ich hatte ja gesagt, wir starten ab Rathaus 6 und wir haben 2 Stück dabei. Und wir haben von hinten angefangen 2 6er dabei. Wir haben 4 7er dabei. Dann haben wir 7 8er, 13 9er, 10 10er und 14 11er. Also wirklich ein schöner, bunter, gemischter Haufen. Und ich habe mir die Bases fast alle angeschaut und muss sagen, Hut ab Leute, Hut ab, echt tolle Bases dabei, von 6 unten bis 11 nach oben. Also ich hätte fast gesagt, wenn das die Dorfbesuchsfolge ist, da gibt es ganz wenig zu meckern. Aber wir gucken jetzt mal nur in das gegnerische Team rein und ihr seht das hier, wir haben natürlich einen fetten Gegner erwischt, einen Clan Level 11 Gegner, die Gangfighter 2 aus Sri Lanka. Und was mir sofort eigentlich ins Auge gestochen ist, ohne dass ich mir den Gegner angeguckt habe, TH9 plus only. Ja, das ist ein bisschen schade jetzt für unsere Unteren, denn unser Gegner hat auch ein paar Elfer, er hat ein paar Zehner und er hat eine ganze Menge Neuner, nämlich bis ganz unten hin. Leider bis ganz unten hin Neuner, also only 9 hier, kein 6, kein 7, kein 8. Und das ist die unterste Base hier. Also das ist auch schon für ein Rathaus 6 und ein Rathaus 7 relativ schwer, hier unten was zu holen. Aber wir wollen unsere Leute hier, denke ich mal, sinnvoll einsetzen, sodass sie ihre beiden Angriffe auch machen. Hier mit uns mitfiebern, hoffe ich. Und wie das genau abläuft, weiß ich letztendlich noch nicht. Es sind ja noch ein paar Stunden, die hier ins Leben streichen. Aber es ist natürlich, ja, es ist ein bisschen ärgerlich. Und wenn ich mir jetzt... Ich habe mir die Gegnerbases auch angeguckt. Also hier ist was drin. Vor allen Dingen haben wir eben festgestellt, ihr werdet das übrigens gerade merken, es wird keine Folge werden, wo wir jetzt schon Angriffe sehen. Aber ich wollte euch zumindest mit einem Video
was auch jetzt nicht so super lang ist, kurz und knackig einfach ein bisschen auf den Laufenden halten, was unseren Community-Clan angeht, dem Clan Herausforderer. Und hab mir die gegnerischen Bases angeschaut und irgendeiner hat gleich gesagt, Toto, guck mal dein Gegenüber, so einen möchte ich auch mal haben. Also ich bin da auf 12 gelistet, sowieso relativ hoch. Und das wäre jetzt mein Gegenüber hier. Also der ist natürlich schaffbar, gar keine Frage, aber so sehen hier nicht alle aus. Aber wir haben starke Kämpfer dabei, denn nicht umsonst, auch das muss ich mal gerade so ein bisschen belächeln, nicht umsonst streicht der Gegner hier schon so ein bisschen die Segel. Wo die jetzt hin sind, das weiß man nicht genau. Also man kann natürlich vermuten, das sind hier Partner-Clans, beziehungsweise die sind erstmal nur so raus und kommen dann auch wieder. Das wissen wir jetzt nicht, aber so ein paar haben hier schon die Segel gestrichen. Und natürlich umso besser für uns, dann haben die schon mal ein paar Angriffe weniger, nämlich die, die wir unter Umständen im unteren Bereich weniger haben. Hier unten ist natürlich noch keiner raus, aber mal sehen, wie die denn hier angreifen. Das, wie gesagt, ich kann es noch nicht genau fassen, wie das Ganze hier vonstatten geht, aber ich freue mich in jedem Fall, dass wir hier relativ bunt gemischter Haufen sind, die auch viel tippeln. Also ich war auch sehr, sehr lange auf, muss ich sagen, und die hier wirklich auch ein bisschen üben. Also gerade gestern in dem Bereich, muss mal sehen, ob ich nicht jetzt doch noch einen Angriff für euch habe. Ah, okay, hier haben wir einen Farmangriff von Maurice. Nett, da hat der Maurice ja mal richtig Glück, eine schöne alte Base hier zu finden. Mit 420.000 Gold, das ist auch nicht schlecht. Mal sehen, ob er sich die mitnimmt. Nein, er nimmt sich nur das Rathaus mit. Aber kann man machen in Kristall. Hat hier die Bola dann auch dafür gesetzt. Also auch hier ruhig alles fordern, was das Herz begehrt. Und wir haben die Truppen hier. Wir haben hier starke Spieler, muss ich sagen, im oberen Bereich. Wir haben auch Max-Truppen in unseren Clanburgen. Was wir natürlich auch haben, okay, das ist unser Chat. Was wir natürlich auch haben, wir haben leider auch unsere Fallspender hier. Das heißt also, wenn ihr heute noch irgendwo bei euch Kobolde oder Mauerbrecher in den CBs findet, packt sie raus, meldet das kurz in den Chat rein und dann kriegt ihr richtige Truppen rein. Und wir haben ja gestern schon gesehen, während des CKs ist hier der Phantom aus dem Clan gegangen und hinterlässt uns dann auch so eine Base hier. Ja, das ist eher suboptimal, muss ich sagen, aber ich bin ja auch ein Freund. Ich blende euch das Spielertag ein, dann wisst ihr, vor wem ihr euch in Acht nehmen dürft. Also der 3RB ist back. Wo heißt der Clan? Und er ist der Clan. Also er ist sogar Co-Leader da. Vielen Dank, Phantom, für deine tolle Unterstützung hier, dass du hier den Schwanz einziehst. Hätte ich mal jetzt so nicht gedacht. Aber letztendlich, denke ich mal, werden wir das mit den verbliebenen 49 hier irgendwie über die Runden bringen. Und ich hatte mir auf jeden Fall noch auf meinen Zettel hier geschrieben, dass ich mich auch nochmal für die Treue hier bedanke. Also wie gesagt, die erste Nacht ist um und es sind immer noch 50 da. Wir haben also einfach einen mit reingenommen hier, der hier so ein bisschen den Platzhalter spielt. Der kann hier ein bisschen mit zugucken, kann hier ein bisschen mitfiebern. Und danke auch nochmal an alle Zuschauer von gestern Abend im Stream. Ich werde den Stream heute auch noch online bringen. Also ihr könnt ihn dann nochmal anschauen in der Playlist hier. Wundert euch nicht, das Ding hat richtig viele Dislikes bekommen, weil mir jemand ein Dislike-Bot kurz mal gespendet hat. Und denjenigen werde ich die Tage auch nochmal benennen und den feiern wir natürlich nochmal richtig. Den hat er richtig gut gemacht. Wir haben zwar um die 1000 Dislikes gebettelt, aber es wurden doch nur, ich weiß nicht, 296 Dislikes oder so. Schade auch. So viel erstmal zum kleinen Zwischenstand hier. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Also dann wisst ihr zumindest, mit was wir es hier zu tun haben. Ich werde, denke ich mal, heute Abend auch wieder ein Stündchen live kommen und das Ganze hier so ein bisschen mit euch mitverfolgen. Mal sehen, wie der Anlauf hier ist. Freue mich auf jeden Fall, dass schon mal, ja, wie gesagt, alle sind geblieben. Alle machen hier, denke ich, auch mit. Jetzt ist ja erstmal normaler Arbeitstag, Schultag, was auch immer. Und ich habe ja auch ein bisschen getan. Ihr seht das hier unten, zwei weiße Mauern bei mir. Also ich habe tatsächlich schon zwei Mauern auf 12 hier reingefarmt in der Zeit. Denn hier geht natürlich auch was. Ich würde sagen, bis zu einer weiteren Folge mit mir, dem Toto, der da lässt.